Das ist eine schöne Geschichte. Ich habe gleich Hühnerhaut bekommen hier bei den Hühnern. Ja, liebe Wirfenfreunde, heute sind wir in Hintereck bei Sarah Heiligtag auf dem Hofnarr. Wenn ihr nicht genau wisst, was dieser Hof macht, dann blende ich hier unten die Homepage ein, geht mal drauf und schaut mal genau nach, was der Hofnarr eigentlich genau macht. Das ist ein Lebenshof, wo Tiere aufgenommen werden, die eigentlich für die Nutztierhaltung gezüchtet wurden, aber dann zum Glück anstelle im Schlachthaus hier bei Sarah gelandet sind. Jetzt sind wir hier bei den Hühnern. Ich bin der Einzige, der kein Huhn auf dem Schoß hat. Das hole ich aber nachher bestimmt noch nach. Wir haben heute ein paar interessante Fragen an Sarah, nicht die üblichen. Mich interessieren vor allem persönliche Dinge. Sarah weiß noch nichts. Die erste Frage, die ich habe, ist, Sarah, wie lange bist du schon vegan? Und kannst du dich daran erinnern, warum und was genau der ausschlaggebende Punkt war, wo du gesagt hast, so jetzt ist aus die Maus, jetzt schalte ich komplett um und konsumiere weder tierische Lebensmittel, noch kaufe ich Leder, noch achte ich auf, ich achte jetzt auf Reinigungsmittel und Kosmetik und alles, was zum veganen Lebensstil eben gehört. Also das ist jetzt gut 14 Jahre her. Und zwar bin ich eigentlich vegetarisch aufgewachsen und habe gedacht, ich esse natürlich keine Tiere, Tiere sind meine Freunde. Und damit war es für mich erledigt. Es hat nie in der ganzen Zeit, bis ich Mitte 20 war, jemand zu mir jemals gesagt, das ist doch inkonsequent, was du da machst. Wenn du Tiere als Freunde anschaust, müsstest du eigentlich vegan leben. Das ist einfach wirklich nie passiert. Sonst wäre ich, würde ich sagen, viel, viel früher vegan geworden. Und dann habe ich im Rahmen des Philosophiestudiums, habe ich mich mit Ethik auseinandergesetzt. Und da kommt man automatisch natürlich auf Menschen-Tier-Ethik. Und dort habe ich beim ersten Artikel, den ich gelesen habe, habe ich das über die Kühe und die Milch, dass man die Kälber wegnimmt, gelesen. Und habe gesagt, halt, stopp. Okay, ich bin ja gar nicht so ein Tierfreund, keine Tierfreundin in dem Sinne. Mhm. Und habe an dem Tag sofort aufgehört, irgendwas Tierisches zu essen. Und habe mich dann sehr in das ganze Thema reingelesen, weil das war ja vom Herz her das, was ich machen wollte. Aber durch das ich nicht aktiv irgendwo war und mich wirklich damit auseinandersetzen musste, hat es wie halt dort aufgehört. Es kam nicht bis zu dem Punkt, dass es inkonsequent sein könnte. Als ich das realisiert habe, ist nicht jetzt so ein Aha-Moment, also doch, es ist ein Aha-Moment, aber so ein recht theoretischer, da war für mich die Sache klar, das mache ich nie wieder. Also das braucht auch kein Mensch, das habe ich nie geglaubt. Mein Vater ist Arzt, ich wusste, man braucht eigentlich keine tierischen Produkte, aber ich habe einfach nicht eingesehen, wieso ich auf Käse verzichten soll. Es tut ja niemandem weh. So. Denkt man ja. Genau. Jetzt, heute ist es ja viel, viel einfacher, ja, vegan zu leben. Ja. Es ist im Zentrum der Gesellschaft, das ist immer wieder ein Thema für die Medien. Mhm. Wenn man die Kommentare liest, herrscht noch sehr viel Durcheinander. Ich kann mir aber vorstellen, dass es vor 14 Jahren noch viel intensiver war. Ja. Vor 14 Jahren wusste ich, dass es Veganer gibt. Ich kannte aber keinen persönlich. Ja. Heute kenne ich viele, ja. Aber selber auch, weil ich vegan bin. Aber gab es damals schon bei dir Leute, die dich davor gewarnt haben, wegen Nährstoffmangel, gesundheitlichen Problemen, Eisenmangel? Außer deinem Vater, weil dein Vater ist ja Arzt, das sagst du. Genau. Aber es mutiert ja fast jeder in deinem Umfeld sofort zum Gesundheitsexperten, wenn du ja sagst, dass du dich ohne tierische Produkte ernährst. Wie war das damals bei dir vor 14 Jahren? Lustigerweise, ich habe das erlebt bei anderen. Ich habe mich ja dann auch in Kontakt gesetzt mit anderen, auch Aktivistinnen. Ich wollte dann auch mehr tun, als das nur einfach nicht zu essen. Und da kannte ich diese Geschichten, haben mir viele erzählt, aber ich habe es selber nicht so erlebt. Ich glaube, ein Stück weit hat das vielleicht mit meiner Person zu tun, dass die Leute wissen, wenn ich was mache, dann mache ich es, da müssen sie eh nichts mehr sagen. Also so ein bisschen, das war für mich klar, da diskutiere ich nicht. Natürlich kamen irgendwelche Themen, ja, man sollte das und das auch machen und es macht nicht jeder und so. Aber die Gesundheit, die kam eigentlich nicht so wirklich bei mir als Thema. Okay. Heute? Ja. Ab und zu? Es kam am allermeisten in meiner ersten Schwangerschaft, mhm, wo dann die Annahme immer wieder gemacht wurde, dass ich natürlich meine Kinder nicht vegan ernähren werde oder jetzt auch keine vegane Schwangerschaft durchleben werde. Und da habe ich viel diskutiert oder gesagt, ja, wäre ja absurd, wenn ich die Werte und die ich habe, nicht meinen Kindern weitergeben würde. Das hat ja was sehr Absurdes. Und deine Kinder sind jetzt vegan durch die Schwangerschaft, vegan geboren, vegan aufgewachsen bis jetzt.
irgendwelche gesundheitlichen Schwierigkeiten oder so? Im Gegenteil. Mittlerweile ist auch die Kinderärztin vegan geworden. auch eine Art des Aktivismus. Ne? Genau. Sehr gut, sehr gut. Genau. An dieser Stelle möchte ich gerne gleich wissen, was machst du alles an Aktivismus und an Öffentlichkeitsarbeit? Worauf fokussierst du dich? Also mittlerweile ist die meiste Arbeit, die ich mache, für die Sache der Tiere und für die Welt. Letztendlich findet hier auf dem Hof statt. Das ist einerseits natürlich diese Individuen direkt retten, weil sie ein Lebensrecht an sich haben als Personen. Aber dann auch die Bildungsarbeit, die wir hier machen, wo wir bis zu 400 Leute pro Woche hier auf dem Hof unterrichten. Im Bereich Ethik das Hinterfragen lernen, das Hinschauen lernen, das selber verstehen lernen vor allen Dingen. Und dann versuchen wir über den bio-veganen Gemüse- und Obstanbau halt zu zeigen, wie eine vegane Landwirtschaft funktioniert. Und daraus ist jetzt der vierte eigentlich Teil entstanden, wo Bauern sich hier hinwenden und sagen, das möchten sie auch. Wo sie aus dem Erleben des Leids der Tiere sagen, ihr bietet eine Alternative, die ich umsetzen kann als Landwirt, immer noch Landwirt bleiben, aber ich muss niemanden mehr quälen. So. Und das ist für mich Aktivismus pur, weil da passiert wirklich die Veränderung. Ich kann zuschauen, wie sich was verändert. Okay, spannend, dass du auch das mit den anderen Höfen ansprichst. Wie ist denn das Feedback von Höfen, die aktuell noch tierische Produkte herstellen, die auf dich zukommen? Was sind so die Gründe für diese Leute, dass sie dich kontaktieren? Genau, die Hauptgründe, warum mich Landwirtinnen und Landwirte vor allen Dingen kontaktieren, ist wirklich das Tierleid. 90% der Landwirte, die sich an uns wenden, tun das, weil sie nicht dahinter stehen, was sie den Tieren antun. Weil sie diesen Konflikt vielleicht schon von Kind an oder wie auch immer in sich tragen und jetzt merken, es gibt eine andere Möglichkeit. Das haben sie sich vorher so nicht überlegt. Es war immer die Frage, kann ich das, mache ich das? Oder gebe ich auf, aber nicht bleibe ich in dem Landwirtschaftssystem, aber ich mache was ganz anderes darin. Und deswegen ist wirklich, das ist der Hauptmotivator. Es gibt auch den ökologischen Motivator, aber der ist auch oft kombiniert mit der Wertschätzung der Tiere als Lebewesen. Deswegen fließt das dann auch wieder in dieses hinein. Den finanziellen nur alleine, den gibt es so nicht. Es gibt natürlich den Anreiz, dass das auch ein Zukunftsprodukt ist, was sie anbauen. Und deswegen kommt das manchmal mit da rein. Was ist so ein Erlebnis, was du gerne mit uns und den Zuschauern teilen würdest? Da gibt es unglaublich viele. Also das ist wirklich wahr. Da gibt es immer, wenn ich mit Menschen zusammen hier die Tiere und das Projekt erleben darf, passiert jeden Tag etwas, was mich motiviert, das weiterzumachen. Weil wir gerade bei den Hühnern sind, würde ich sagen, eines der allerersten Erlebnisse war, dass die International School, also alle sprechen dort Englisch, hierher kam und wir gingen zu den Chicken. Und die hatten Chicken im Kopf als Wort und das war aber ein totes Stück Fleisch, ja, Chicken Nuggets. Und dann kommen die hier hin und sagen, what, this is chicken, I thought chicken is food. Und wirklich so diese Bestürzung und dann ein kleiner Junge mit Tränen in den Augen, der sich zu den Hühnern runterbeugt und sagt, I'm so sorry, dear chicken, I will never eat you again. Wow. Und das sind so diese kleinen Momente, ohne dass ich was gesagt habe. Es ist wie klar. Das berührt mich immer und das motiviert mich natürlich, in der Bildungsarbeit weiterzumachen. Also ich nehme an, das ist einer der schönsten Momente, wenn jemand hierher kommt und die Verbindung macht zu den Tieren und etwas dann verändert. Ja. Und du merkst, dass du etwas verändert hast, auf jeden Fall. Ja. Wow, schön, danke fürs Teilen. Ja, das ist eine schöne Geschichte. Ich habe gleich Hühnerhaut bekommen hier bei den Hühnern. Genau. Etwas, was ich mich gefragt habe, und diese Frage hat dir vielleicht noch niemand gestellt, ich weiß es nicht. Du warst ja früher Vegetarierin und jetzt, wo du weißt, wo die Eier herkommen und was mit diesen Hühnern gemacht wird, damit sie so viele Eier legen und alles, kaufst du ganz bestimmt dir selber keine Eier mehr ein. Nee. Aber wie ist das, wie würdest du das einschätzen, wenn du zum Beispiel jetzt jemanden hier hast, der vegan ist, sagt, ich habe jetzt seit Jahren keine Eier mehr gegessen, aber wenn ich ein Ei essen würde, würde ich es bei Sarah auf dem Hof kaufen, weil das sind gerettete Hühner, sie sind nicht dafür jetzt gezüchtet, sie werden nicht mehr ausgebeutet, sie sind leider dazu verdammt, solange es geht, Eier noch zu legen. Aber ich würde, wenn ich Eier essen würde, die Eier auf dem Hof bei Sarah kaufen. Mhm. Ist das eine nicht vegane Handlung? Oder? Ja, das weißt Thema. Du? Weil ich habe mir das auch schon überlegt, wenn ich jetzt wieder mal Eier essen würde, aus was für einem Grund auch immer, würde ich sie am ehesten auf einem Lebenshof kaufen.
im Laden kommt für mich nicht in Frage, Bio auch nicht, weil das System ist immer das gleiche. Aber hier wurden die Tiere gerettet. Und deswegen frage ich dich, wie ethisch ist es, wenn ich ein Ei esse, was von einem veganen Bio-Lebenshof kommt? Also für mich hat das verschiedene Aspekte. Das ist das einzige Produkt eines Tieres, das noch anfallen könnte, weil es einfach, also das kann man sonst, Milch und sowas, das stellt sich ja alles ab. Für mich ist es in der größeren Perspektive einfach so, dass ein Ei kein Lebensmittel ist. Und ich in dieser Ethik, die wir hier unterrichten, auch nicht suggerieren möchte, eigentlich ist ein Ei doch ein Lebensmittel. Und das ist so ein bisschen der Krux. Ich würde deswegen nie Eier verkaufen. Ich würde aber, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich nehme jetzt das Ei, auch kein Problem darin sehen, dass er das jetzt isst. Es ist einfach nicht allgemeinheitsfähig. Und wir versuchen ja hier so ein bisschen Mikrokosmos zu sein, der im Großen funktioniert. Und da wären einfach Eier kein Thema mehr. Und da wären auch längerfristig keine Hühner, die so viele Eier legen, noch Thema und so weiter und so fort. Für diese Einzelhandlung, für diesen Moment, wo es jetzt in der Übergangsphase zur veganen Welt, vor der wir kurz stehen, um das mal klarzustellen, wo es halt dann noch Eier gibt auf verschiedenen Höfen, muss jeder selber einen Weg damit finden. Das ist einfach wirklich das, was da noch anfällt, was man aber auch anders verwenden könnte. Von daher, ja, es ist eine typische Veganer-Frage. Ja. Und ich denke, auch wenn jetzt jemand sagt, ich brauche unbedingt Eier, dann ist er halt noch nicht an dem Ort, wo er sagt, es sind eigentlich keine Lebensmittel. Ja. Das ist eben das, was viele von meinen Freunden eben auch nicht verstehen, wenn sie mich fragen, ja, was ist denn so schlimm, wenn du dir die Eier jetzt auf einem Lebenshof holen würdest? Und dann sage ich einfach, ich möchte das gar nicht mehr essen, weil da auch nichts drin ist, was ich unbedingt in meinem Körper haben möchte. Genau. Wenn ich jetzt am Verhungern wäre, Notsituation, was ja nicht der Fall ist, wir leben ja in einer Überflussgesellschaft, wäre es was anderes. Aber das ist ja nicht der Fall und deswegen gebe ich das auch nicht meinen Kindern. Nee, genau. Genau. Du hast die bio-vegane Landwirtschaft angesprochen und ich habe jetzt gesehen, seit dem letzten Mal, wo ich hier war, hat sich auch einiges getan. Ja. Was habt ihr da zum Beispiel neu dazugenommen oder ja, hat sich da auch etwas verändert bei euch? Ja, auf jeden Fall. Also es ist einiges größer geworden, nur der sichtbare Teil schon, aber auch der unsichtbare Teil. Es ist einfach, die Anfrage ist immer größer geworden. Mhm. Wir können immer mehr Haushalte beliefern und auch verschiedene Läden. Und so ist es eigentlich, was wir bieten können mit dem Land, das wird jetzt ausgenutzt für die vegane Landwirtschaft. Wir sind sogar dran, dass uns andere Bauern allenfalls noch mehr Land abgeben, um das noch mehr auch im Getreidebereich zu machen. Und wenn dann noch mehr Land käme, dann würden wir auch in die Pflanzenmilchproduktion einsteigen. Aber dafür sind wir im Moment zu klein. Aber es ist eigentlich durch die Nachfrage und den Erfolg eigentlich der Produkte, es wächst es jedes Jahr. Okay. Macht ihr das aus, also ist das durch die Eigenmotivation entstanden, das zu machen? Oder wollt ihr das auch machen, um mehr Lösungen zu bieten für andere Höfe, um zu zeigen, hey, es geht? Beides natürlich. Also ich finde, es war, bevor wir hier anfingen, immer so die Tendenz, man schimpft immer über die Landwirtschaft als Ganzes und hat weniger Beispiele, wie es dann anders sein könnte. Und natürlich, je mehr man zeigen kann, es funktioniert als Ganzes, als geschlossener Kreislauf in sich auch, desto besser. Und das ist nicht einfach, weil wir jetzt unser Gemüse essen wollen, das ist natürlich toll, aber auch um zu zeigen, hey, auch ein kleiner Betrieb kann schon ganz schön viel. Wenn ich mit Leuten spreche über bio-vegane Landwirtschaft, dann kommen sie immer mit dem Argument, ja, aber die Gülle von den Tieren wird ja benötigt. Mhm. Ihr macht das komplett alles ohne Gülle, oder? Mhm. Verwendet ihr einfach das, was ihr von den Tieren hier habt, die ihr selber habt, aber ihr, es gibt ja Leute, die sagen, ja, das geht nicht, wir müssen Gülle versprühen von den Kühen, von was weiß ich, um unser Gemüse anzubauen. Aber bio-vegan heißt ja auch, dass keine tierischen Exkremente mehr als Dünger verwendet werden, oder wie ist das? Also in der Übergangszeit, wie ich sie immer nenne, da kann ein Lebenshof meiner Meinung nach sehr gut die anfallenden Exkremente benutzen. Welche Tiere? Stickstoff und so für den Boden. Genau, einfach besser als sie irgendwo wegzuschmeißen oder zu verbrennen, das bringt ja auch dann gar nichts. Ja. Sondern einfach möglichst das zu verwenden, was anfällt. Das mögen jetzt viele nicht gerne hören, aber früher hat man das auch von den Menschen benutzt. Das hat auch funktioniert. Das ist jetzt nicht, dass ich ein Anhänger davon bin, aber grundsätzlich geht es ja immer auch ein bisschen darum, zu verwenden, was man hat. So. Und dann ist natürlich die Güllefrage. Wir haben viel zu viel Gülle in der Schweiz, also wirklich viel zu viel. Wir bräuchten keins der Gülle, das wir haben. Das ist mal ein Punkt, da kann man erstmal überhaupt nicht mehr drüber diskutieren. Also ich habe eine Berechnung, dass 2500 Milchkühe ungefähr gleich viel Exkremente produzieren wie 411.000 Menschen.
Bei der Antwort von Greenpeace fiel mir eine Statistik ein. Allein in den USA werden sekündlich 72.500 Kilo tierische Exkremente produziert. Pro Jahr ist das so viel Mist, dass man damit jeden Quadratmeter von San Francisco, New York City, Tokio, Paris, New Delhi, Berlin, Hongkong, London, Rio de Janeiro, Delaware, Bali, Costa Rica und Dänemark bedecken könnte. Zusammen. Was man sich aber vorstellen könnte, wenn jetzt Menschen auf einem Hof leben weiterhin und sie haben gerne Kühe, dann können sie ja die Kühe gerne mit sich leben lassen, so wie andere Hunde und Katzen oder Pferde oder Hasen oder was weiß ich, wenn sie dann artgerecht gehalten sind oder irgendwie ein schönes Zusammenleben möglich ist. Und dann spricht ja nichts dagegen, auch die Pferdeäpfel oder den Kuhfladen oder was auch immer zu verwenden. Das ist aber niemals ein Argument, diese Tiere zu töten. Das ist ja absurd. Ja. Man kann nicht sagen, weil ich die Gülle, also selbst wenn ich sie bräuchte, deswegen töte ich ein Tier. Ja. Ja, dann hab doch eins, hab doch ein paar Freunde um dich rum. Genau. Punkt. Absolut. Also das ist, und außerdem, um das auch noch zu sagen, gibt es natürlich ganz viele Beispiele, dass man auch ganz ohne tierischen Dünger und auch ohne synthetischen Dünger, das ist mir wichtig zu sagen, ja, sondern mit Komposttechnik, mit Mulchtechnik, mit ganz verschiedenen Techniken, je nach Land und je nach Ort und je nach Höhenlage, kann man wunderbar die Landwirtschaft betreiben. Also das muss man auch nochmal gesagt sein. Ja. Aber ich lebe gerne mit Tieren zusammen, so von daher. Ist nachvollziehbar, ja. Ja. Ja, also wir sind mit unserem Interview und unserem kurzen Video hier schon fast am Ende. Wir möchten uns noch ganz herzlich bedanken bei allen Leuten, die schon an den Hofnarr spenden. Wir werden auch in der Videobeschreibung nochmals die Kontoverbindung und alle Angaben zum Hofnarr reinschreiben. Ihr könnt also hier auch followen, liken. Ihr seid ja auch auf Instagram und ihr seid auch auf Facebook. Aber auf Instagram seid ihr ziemlich aktiv. Ich sehe viele Posts von euch. Also ja, geht mal auf Instagram und sucht mal den Hofnarr. Und auch noch ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die hier bei uns noch Vivom-Artikel gekauft haben, weil das hat es möglich gemacht, dass wir heute noch eine kleine Spende von 130 Franken abliefern konnten, um diesen Hof hier zu unterstützen. Okay? Ja, sehr gerne geschehen. Auch in Zukunft. Werden wir auch in Zukunft so machen, genau. Also auch unser Shop ist weiterhin verlinkt. Wenn ihr Vivom Sachen kauft, werden wir alle Profite, die daraus entstehen, an Lebenshöfe oder unterstützenswürdige Projekte abliefern. Vielen Dank und schaltet wieder ein zum nächsten Vivom-Video. Vielen Dank und tschüss.